Ich habe mir unser Haus schon einen kleinen Druck gemacht, ne? Aber und der hat nicht gut gelungen, ja, weil ich daneben geballert habe. Guck mal hier meinen Arm an. Das ist, guck mal, wenn ich es jetzt so mache, ist total dick. Und hier auch. Ja. Siehst du? Da bin ich vorhin reingegangen. Und der muss mir jetzt mal 10 Euro geben, um Stein zu holen. Alicia ist 25 Jahre alt. Auf dem Weg ins Viertel begleiten wir sie. Den Rest des Tages wird Alicia auf dem Drogenstrich Freier bedienen und am Ende keinen Cent übrig haben. Das Geld, das sie verdient, wird umgehend in Crack und Heroin umgesetzt. Rolf, ihr Lebensgefährte, stößt gleich zu uns. Vor dem ersten Freier will sich Alicia einen Druck machen. Die Gier nach Crack. Wird sie den Rest des Tages beherrschen? Der tägliche Marathon aus Prostitution und Crack-Kokain hat begonnen. Das muss so sein, dass man das absolut nicht sieht. Guck mal, ist das okay so? Ja, so der Dealer oder so, weißt du? Und dann gehe ich dann erstmal in Druck komm rein, ich mache mir dann meinen Druck und dann stelle ich mich hin. Weil ich brauche ja dann Geld für mein Nächstes. Und dann brauche ich ja immer das Nächste. Ne? Das Telefongeld wird jetzt auch jetzt mitgenommen. Lass mir jetzt genau 30 Cent ja, noch rein. Siehst du mal. Hoffentlich sind wir jetzt nicht schon zu spät gekommen. Ne, da vorne ist er schon. Da ist er. Ja, ich habe genau 12 Euro, bitte. Das ist mein Kumpel, ist der Mike. Richtig. Gib mir aber gut, komm noch ein bisschen. Oh, hey! Halt das mal ein bisschen Entfernung hier vor das Loch. Das Loch halt. Zeig dir das mal. Und für 12 Euro hab ich das jetzt bekommen, ne? Oh, und der guckt gerade. Komm, lass mal weg von hier. Einige Kilometer außerhalb treffen wir einen Insider. Perry kennt die Szene länger als 13 Jahre, ist ein alter Hase. Um an Geld für Heroin zu gelangen, hat auch er fast alles getan. Vor nicht ganz 2 Jahren kam er das erste Mal mit Stein in Berührung. Stein ist ein Szenewort und bedeutet Crack. Wir wollen von ihm wissen, wie das modifizierte Kokain wirkt und wie Crack die Drogenszene verändert hat. Wir treffen uns auf einem alten Fabrikgelände, außerhalb von Frankfurt. Die Szene ist wesentlich brutaler und aggressiver geworden durch das ganze Methadon und Crack, das im Umlauf ist. Früher konnte man wirklich von gesitteten Verhältnissen sprechen. Heute ist wirklich jeder noch intensiver darauf aus, seinen Gewinn so groß wie möglich halt zu halten. Und somit ist Beschiss und Ripperei an der Tagesordnung. Also Kokain und Crack ist überwiegend in afrikanischer Hand, gerade im Bahnhofsmilieu. Und das Heroin ist eigentlich in albanischer, russischer oder türkischer Hand. Es sind auch zwar ein paar Deutsche dazwischen, aber ich würde sagen, das Gros der Leute sind schon diese Hauptgruppen. Also der Crack-Rausch ist direkt nach dem Zug, spürt man ein Pulsieren zwischen den Schläfen, einen sehr klaren, hellen, wachen Zustand aufkommen,
der eigentlich auch ständig steigt, bis er plötzlich abfällt. Und die Länge des Rausches würde ich zwischen 5 und 10 Minuten maximal, eher kürzer. Je häufiger man es konsumiert, desto kürzer wird der Rausch. Und man versucht halt ständig dieses kurze Hochgefühl so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Es ist eigentlich sehr kopflastig, dieser Rausch oder die Gier danach. Es sind praktisch nicht wie beim Heroin die Entzugssymptome, sondern es ist einfach nur die Gier, die kaum zu drosseln ist. Egal wie, nochmal einen Zug. Und auch gespritzt hält das Crack maximal 10 Minuten bis Viertelstunde an. Tja, es ist ein sehr chemischer Rausch eigentlich, also. In einigen Tagen treffen wir Perry erneut. Dann will er uns zeigen, wie schwierig es ist, in Apotheken Einmalspritzbesteck zu bekommen und wie fragwürdig manche Apotheker trotz AIDS auf solche Anfragen reagieren. Und wie einfach es ist, auch außerhalb Frankfurts jederzeit an harte Drogen zu kommen. Wir machen uns wieder auf den Weg nach Frankfurt. Ronny erwartet uns bereits. Ronny ist 41 und seit vielen Jahren im Geschäft. Mit dem Verkauf von Heroin und Crack finanziert er seine eigene Sucht. Er wird uns diese gefährlichen Substanzen vorstellen und uns genau zeigen, wie im Jahre 2005 harte Drogen konsumiert werden. Nee, danke. Wir haben, danke. Ich habe also Eistee dabei im Kühlschrank, also Eistee, Cola, Apfelsaft, schon. Ronny stammt aus einer Frankfurter Arbeiterfamilie. Er macht eine Ausbildung, arbeitet. Anfang 90 zerbricht seine Beziehung. Er wechselt den Job. Und bei einer schlechten Gelegenheit wird aus dem Heroingegner ein Heroinkonsument. In den darauffolgenden Jahren verliert er alles. Fast 2 Jahre sitzt er auf der Straße, pendelt zwischen Taunusanlage und Drogennotdienstbett. Heute hat er wieder eine Bleibe. Wie viele der langjährigen Heroinkonsumenten kommt auch er mit Crack in Berührung. Das ist jetzt 10 Jahre her. Bis heute ist auch er diesen Dämon nicht wieder losgeworden. 87, 88 hat es so langsam angefangen. Die erste Nase Koks, 88, 3 Jahre lang. Hardcore-mäßig. Immer brav gearbeitet und immer brav das Geld dafür ausgegeben. Und wann ging's los mit dem Heroin? Oh, das ging ganz schnell. Das war zu der Zeit, wo es am Bahnhof noch richtig gutes Material gab, im Gegensatz zu heute. Nebenher so ein paar Geschäftchen gemacht. Aber nicht mit Heroin. Das durfte ja keiner wissen. Mit Heroin bist du automatisch abgestempelt. Bist du Abfall. Dreck. Bis das mit dem Geschäftchen machen von heute auf morgen abgebrochen ist, dann hatte ich dann nur noch das Finanzielle von der Arbeit zur Verfügung und das war ein bisschen zu wenig. Ja, da habe ich mir dann erst einen Schluss gesetzt. Weil am Anfang ist es günstiger. Am Anfang. Und am Ende ist es teurer. Ja, ich werde substituiert. Hab halt Beikonsum, weil ich starke Schmerzen habe. Die Beine, die sind offen. Dann habe ich auch keine Venen mehr weiter gehabt. Dann habe ich angefangen in die Leiste zu gehen. Nach 6 Jahren Heroinkonsum habe ich erstmal keinen Cocktail gemacht. Cocktail ist eine Mischung zwischen Heroin und Kokain. Es gibt halt einen sehr intensiven Kick. Sehr intensiv. Wenn man da erstmal auf den Geschmack gekommen ist, dann hat man einen guten Appetit. Naja, der Suchtdruck ist sehr groß. Die Gier. Und wenn man schlechtes Material hat, dann macht es einen kaputt, ganz schnell. Hier habe ich einen kleinen Stein. Das ist ein richtiger Stein. Das ist Kokain. Aufgekocht mit Natron. So weit aufgekocht, dass nur noch das Beste übrig bleibt. Und
Und wird das geschnupft oder gespritzt? Oh, es gibt nichts, was nichts damit gemacht wird. Die Leute schniefen das, die drücken das Öl von der Pfeife. Also eigentlich ist es gemacht für die Pfeife? Eigentlich ist es gedacht zum Rauchen, ja. Früher hat man es auf Coca-Cola-Dose geraucht. Oder überhaupt auf Dosen. Aber der größte Teil der Leute raucht es auf der kleinen. Das ist eine Bangsportion von 50 Euro. Locke. Wie viele Pfeifen sind das? Ohne Ende. Mindestens, ja. 15. Ja. Okay. Bei dem guten Material bleibt ja noch Öl ohne Ende. Die ganzen nach jedem Rauchen wird die Pfeife gekratzt. Das ist so ungefähr aus. Ronny gesteht uns, dass es in den letzten 2 Jahren keinen einzigen Tag gegeben hat, an dem er keinen Crack geraucht hat. Trotzdem macht Ronny keinen heruntergekommenen Eindruck. Ganz im Gegenteil, er legt großen Wert darauf, dass man ihn selbst auf den zweiten Blick kaum als jenen schweren Drogenabhängigen erkennt, der er ist. Viele machen auch einen sogenannten Frankfurter, das heißt Flunis, Heroin und Coca. Das ist der sogenannte Frankfurter, mittlerweile auch noch Meta. Erhöht die Wirkung vom Heroin bis zu 20%. Alles, was sich in die Vene drücken lässt, wird gemacht. Diese kleine Aschepfeife da, die kochen die mittlerweile aus. Hinten wird die Pumpe draufgesteckt. Und dann spülen die ein paar Mal aus. Und das ist das sogenannte Öl, was sie meinen, was sie da drin haben. Ne? Was ist das? Ascorbin. Das braucht man, um das Heroin aufzulösen, weil es sich nur im sauren Bereich auflöst. Früher war ich voller Gegner vom Heroin gewesen. Also wenn einer nur das Wort Heroin im Mund genommen hat, dann bin ich ganz sauer geworden und gesagt, geh weg, geh weg, geh weg. Dann habe ich erst 3 Jahre lang Kokain genommen, dann hat 3 Jahre nur das Heroin. Bis ich mitgekriegt habe, wo ich dann gedrückt habe, dass sie das Koks drücken. Das ist das erste Mal probiert habe und dann war ich natürlich überrascht gewesen, was ich fühle. Ne? Also, und beschreibt sich, dass mir die Kindheit nach unten gefallen beim ersten Mal. Heroin und Kokain zusammen? Ja. Ein sogenannter Cocktail. Ronnys Alltag gehört den Drogen und der Sucht. Die drängt ihn, trotz seiner desolaten gesundheitlichen Situation, Tag für Tag Beschaffung, Verkauf und Eigenbedarf zu organisieren. Die Krankenkasse von den Kindern. Zu vereinbarten Uhrzeiten trifft er seine Kunden an vorherbestimmten Treffpunkten überall in Frankfurt. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Nur spezielle Kunden dürfen Ronny auch zu Hause besuchen. 30. Mit ihnen sitzt er bis in den frühen Morgen. Berauscht vom Heroin und Kokain vergisst er für ein paar Stunden, wie ausweglos seine Situation ist. Wichtig ist, man hat eine gute Quelle. Eine gute Quelle ist teuer, aber wenn man gutes Material hat, dann kommen auch die Kunden. Und wenn man gute Qualität verkauft, dann verdient man halt auch nicht so viel daran. Ne? Ich könnte auch jetzt hergehen, das Punchen ohne Ende und dann würde ich mich dumm und dämlich verdienen. Ich habe so Quartalskunden, einen Teppichhändler von der Schweiz, Auto, Lackierer, Bankangestellte und halt die Mädels, wo anschaffen gehen. Und da habe ich auch so ein paar Einzelhändler. Auch Bernd ist heroinsüchtig. Er ist 33, ein Kunde von vielen. Mit einer ebenfalls heroinsüchtigen Ehefrau und einem gemeinsamen Kind blickt er voller Sorge in eine unsichere Zukunft. Verheiratet bin ich und lebe getrennt von ihr. Wir haben eine Tochter zusammen. Und
durch diverse Drogenexzesse ist das halt alles, die Ehe in die Brüche gegangen ist, also haben wir uns dann getrennt. Die ist übrigens auch drauf, meine Nochfrau. Schon heftig, ja. Ungefähr vor 5-6 Jahren hat das angefangen eigentlich, also relativ spät bei mir. Wenn du halt damit anfängst, bist du halt dabei. Hätte ich nie gedacht. Früher war ich absoluter Drogengegner. So am Anfang, da kriegst du natürlich einen tierischen Kick von der ganzen Sache, aber irgendwann wirst du halt vom Age, wirst du halt wirklich, geht es ratzfatz, wirst du echt abhängig von dem Zeug. Hätte ich nie gedacht, dass es so geht. Und davon wegzukommen, glaube ich mittlerweile ziemlich schwer. Fast unmöglich. Ich habe immer mein Zeug dabei und gehe auch immer regelmäßig auf die Arbeit. Aber halt dann, wenn ich dann am Wochenende meine Tochter habe, dann wird es natürlich dann schwieriger. Ja, die Kleine muss ja versorgt werden, die ist 4,5 Jahre alt und die braucht ja Rundumbetreuung. Dann kannst du nicht einfach den ganzen Tag vom Fernseher setzen, das geht ja nicht mehr. Und wann besorgst du dir dann deinen Stoff raus? Am Vortag? Ja, oder ich nehme sie dann mit, dass wir einkaufen gehen und treffe mich dann mit meinem Dealer sozusagen irgendwo. Gut, wenn sie älter wird, wird es natürlich dann gefährlicher. Meine Frau zum Beispiel, die hat eine Tochter, die ist 13, die kriegt das voll mit, ja. Ich habe auch schon gesagt, sei vorsichtig. Ne? Und das ist natürlich super gefährlich, ne? Wenn die sich irgendwo in der Schule verplappert hat, die ruckzuck das Jugendamt vor der Haustür stellen. Das ist dann auch das Gefährliche an der Droge, du wirst wirklich, wie ist dann alles Schall, ist eigentlich scheißegal. Du guckst dann nur zu, dass du an der Zeug rankommst. Ich kann halt nur froh sein, dass du in meinem Job, dass ich das auf die Reihe kriege, dass ich ein regelmäßiges Einkommen habe, dass ich mir das halbwegs finanzieren kann, ne? Obwohl es auch knapp wird. So, mit Einteilen, am Anfang funktioniert das ganz gut, dass du dich einteilen kannst, wenn du mal einen Gramm hast, aber jetzt mittlerweile, wenn das Zeug da ist, muss weg, ja. Das ist schon heftig. Das hätte ich nie gedacht. Alle Bücher, die ich früher gelesen habe und so, da habe ich drüber gelacht, aber jetzt denke ich darüber anders. Schon hart. Weit nach Mitternacht begeben wir uns in das dunkle Herz Frankfurts. Unser Ziel liegt zu Füßen der höchsten Gebäude der Stadt, des Bahnhofs und Rotlichtviertel. Wir sind auf dem Weg auf die Frankfurter Scene, der offenen Drogenszene am Hauptbahnhof. Seit 30 Jahren zählt sie zu den gefährlichsten und berüchtigtsten Umschlagplätzen für illegale harte Drogen in Europa. Die Eskalation menschlicher Bedürfnisse gehört hier im Viertel rund um den Hauptbahnhof zum alltäglichen Geschäft. Im Neonlicht der Amüsierbetriebe ist es ein dunkler Ort, den wir vorfinden. Die Atmosphäre hier ist wie gestört. Unruhe und Aggression liegen in der Luft. Die Menschen ziellos und apathisch. Überall kauern Personen. No.
Der Matze, genau, der Matze. Ich weiß nicht, wie ist das nicht. Sag mal, wie lange ist das nicht? Wie viel ist für 10? Wie viel ist für 15? Der kriegt einen Zug jetzt und den Rest halt ich. Weißt du, was ich meine? Ja. Gut geht es hier niemandem von der Droge seiner Wahl. Die dauernde Gier nach ihr bestimmt vielmehr das Dasein ihrer Konsumenten. Warte mal, dieser da oben. Hey, diese, hey, ein nicht enden wollender Strom-Pkw dreht immer und immer wieder seine Runden. Freier für den Straßenstrich. Der allergrößte Teil der Frauen, die hier und in keinem der sogenannten Laufhäuser ihre Dienste anbieten, ist drogensüchtig. Die Freier wissen das. Diese Notlage der Frauen ist es, die den Straßenstrich von den Bordellen unterscheidet und für viele Kunden so reizvoll macht. Kaum eine der Frauen in den Etablissements bietet infektiöse Praktiken an. Auf dem Drogenstrich ist das die Regel. Die Freier blenden die Gefahr einer Infektion aus. Und die Frauen tun das ebenfalls. Auch die Infizierten. Nach getaner Arbeit warten die Dealer. Der Markt auf der Scene wird bestimmt von Nordafrikanern, Deutschrussen, Türken und Deutschen. Die im Straßenverkauf aktiven Gruppen sind organisiert und meist das Glied einer viel größeren Bandenstruktur. Die Banden bedienen sich einer komplizierten Logistik aus Helfern und Helfershelfern, um einen Polizeizugriff zu erschweren. In festen Abständen lassen sich die Dealer auf der Szene sehen, um Geschäfte zu machen und wieder zu verschwinden. Der Schwarze. Ja. Der gute Stein. Scheiße. Müll. Die Person am linken Bildschirmrand stattet seine Verkäufer mit Stoff aus, die die Kunden bedienen. Diese werden über Vermittler an die Gruppe herangeschleust. Die Vermittler erhalten Provisionen. Eine weitere interessierte Kundin tritt an die Gruppe heran. Der Anführer ruft einen seiner Verkäufer herbei. Er wird das Geschäft abwickeln. Selbiges erfolgt nicht im Stehen, sondern im Hocken. Im Schutz der parkenden Autos übergibt der Verkäufer die illegale Ware. Es ist jetzt 4.30 Uhr. Die Nacht findet hier kein Ende. Und wir haben für heute genug gesehen. Proteste. Schön wird es. Komplett ans Augenblau vergessen. Ja, wie sollen wir es denn machen? Steck dir das Geld in die Hosentasche und geh. Nein, ich komm dann zu dir. Komm beim Arzt drüber in die Flur. Lass es in die Hose stecken, was nicht noch was. Ja? Schön.
Der liegt ins Gesicht. Soll ich ihn abschneiden? Nee, lass mal. Komm, schneid ab. Nee, das, damit brauchen wir noch nichts. Ach, der Baum stirbt doch nicht, wenn ich abschneide. Nee, geht schon. Passt schon. Ich heiße Heike, bin 35 Jahre alt, Jahrgang 69 und ja, bin seit 14 Jahren drogenabhängig. Und wie und wo bist du? In einem schönen kleinen Dorf in der Nähe von Mönchengladbach, 200 Einwohner, 400 Kühe, 600 Schweine. Da war morgens und abends um 6 was los, wenn die gefüttert wurden, die Viecher. Und ansonsten nach außen Idylle und innen drin halt Krieg. Ne? Hauptsache Häuschen bauen und was die Nachbarn denken. Seit 5 Jahren komme ich hier hin, immer nur im Winter. Bin im Sommer dann immer wieder abgehauen. Und jetzt habe ich hier, die haben ja einmal hier so Betten, so Zimmer, 4-Mann-Zimmer, wo du morgens raus musst um 10:30, abends erst rein kannst ab 18 Uhr. Und dann haben sie unter anderem noch mal 2 Wohnungen mit jeweils 10 Plätzen. Wie so betreutes Wohnen ist das praktisch. Und da habe ich jetzt einen Platz, ein Zimmer. Das ist cool, auch nicht irgendwie so. Du musst halt hier ein bisschen arbeiten, putzen oder so, aber keine Auflage mit UK-Kontrolle oder sowas. Ne? Also es ist cool. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich mich jetzt darauf eingelassen habe. Die haben jetzt vor der Fußball-Weltmeisterschaft angekündigt, dass sie aufräumen. Du hast überhaupt keine Chance mehr gehabt, dich irgendwo hinzusetzen, Service zu machen, Druck zu machen. Die waren sofort da. Und dann halt auch so mit Aktionen mit auf dem Feldberg fahren und den Wald aussetzen und so, Platzverbot. Heroin, Kokain habe ich erst dann hier in Frankfurt. Ich habe die ganze Zeit Service gemacht, weil anschaffen ist nicht mein Ding und klauen kann ich auch nicht. Das heißt, ich stelle den Leuten Pumpe, Nadel, Löffel, Asko, Wasser, was die halt so brauchen, um Druck aufzukochen oder zu rühren, zur Verfügung. Und die lassen mir dann einen Filter drauf, heißt das. Oder mal ein paar Striche, je nachdem, wie es halt läuft. Ne? Meinetwegen 5 Leute haben aufgekocht, jeder 2 Striche und dann habe ich eine halbe Pumpe voll gehabt. Ne? Wie lange ist das her? Anfang der 90er, 91, 92. In der Taunusanlage in Frankfurt. Erzähl uns mal was von der Zeit in der Taunusanlage, was waren da? Ja, auf jeden Fall nicht so glorifiziert, wie es jetzt im Nachhinein wird. Also war schon irgendwie cool, weil ich da erst wusste, ich gehe da hin und hab's. Es gab noch keinen Stein, es gab Kokainpulver, es war alles noch ein bisschen ruhiger. Ich meine, viele haben dann gesagt, da hast du keinen Turkey geschoben, weil sofort jemand kam und dir geholfen hat. Das stimmt auch nicht. Ne? Mitte der 70er Jahre bilden sich in einigen wenigen europäischen Städten die sogenannten offenen Drogenszenen. In Frankfurt am Main entsteht am Rande des Rotlichtmilieus im Bahnhofsviertel, in dem befestigten Zentrum einer Parkanlage, die größte und monströseste dieser Drogenszenen. In den auslaufenden 70er Jahren sind im Milieu die angesagten Drogen der 68er Generation gefragt. Und eine Dealer- und Kundenstruktur beginnt sich immer mehr zu verfestigen. Kokain und vorwiegend Heroin sind in den Kreisen des Milieus sehr beliebt und bald wird das Viertel zur Plattform für den lokalen Drogenhandel. Mit den 80er Jahren beginnt die Situation immer offensichtlicher aus dem Ruder zu laufen. Verelendete Heroinabhängige bevölkern die Taunusanlage und den gesamten Stadtteil. Zu dieser Zeit ist die Frankfurter Drogenszene die größte in Europa. Die meisten Funde illegaler Drogen, die meisten Toten. Die Beschaffungskriminalität eskaliert im Umfeld des Viertels. AIDS hält Einzug und neue ausländische Banden drängen in den Drogen- und Sexmarkt. In der Taunusanlage halten sich derweil 300 bis 700 Personen ständig auf. Und 24 Stunden am Tag bieten ausländische und inländische Dealer
die illegalen Substanzen zum Kauf an. Auf den Steinbänken und auf in den Boden eingelassenen Tischen und Stühlen werden den ganzen Tag Heroin und Kokain zubereitet und dann konsumiert. Besonders im Sommer halten sich Hunderte auf den Wiesen zwischen Bahnhofsviertel und Goetheplatz auf und geben sich ihrem Rausch hin. Aus ganz Europa reisen Politiker, Wissenschaftler und Kriminalisten in die Main-Metropole, um sich vor Ort ein Bild von der erschütternden Dynamik dieses neuen Phänomens zu machen. Die Drogenszene ist zu dieser Zeit in aller Munde. Die Stadt gerät immer mehr unter Druck. Und als sich der Einzelhandel mit den Banken verbündet, weil beide das Ausbleiben von Kundschaft befürchten, wird 1991 die Zerschlagung der offenen Szene beschlossen. Fast 2 Jahre dauern die Vertreibungsaktionen, die von Amnesty International, dem Roten Kreuz und der Drogenhilfe schwer kritisiert werden. Es kommt immer wieder zu Übergriffen ungenügend vorbereiteter Beamter auf die verhassten Junkies. Der Plan gelingt letztlich nur vordergründig. Die gesamte Szene wandert ab in die Straßen des Rotlichtviertels. Trotzdem hat sich einiges verändert. Die Angst vor AIDS hat den repressiven Eifer der Drogenpolitik eingedämmt und ermöglicht tausenden Abhängigen die Therapie mit Methadon und Polamidon. Ihr seht ja auch, es geht ja auch ganz sauber. Ich glaube, wenn mich einer auf der Straße sieht, nicht gerade mit mir redet, sieht man es nicht, dass ich ein Junk bin. Was ist mit deinen Zähnen passiert? Ja, bis vor 2 Jahren waren die noch in Ordnung. Aber das Besen habe ich dann so doll angefangen. Das heißt, das Crack-Rauchen, ne? Mhm. Durch das Scheißzeug, mit dem sie es da aufkochen. Oh ja, wirkt gut. Also ich habe einfach zu früh angefangen damit. Ich kenne das Leben nicht anders. Und ich habe nie gelernt, irgendwie anders meine Probleme zu bewältigen oder so. Aber ich habe mich immer gehalten. Ich hatte immer meine Wohnung und habe nie auf der Straße gelebt oder war nie ganz unten. Und vielleicht, weil ich nie ganz unten war. Ja? Gut Zug. Also so blöd, wie sich das anhört, ich habe mit 14 Jahren habe ich Christiane F. gelesen und habe mir gedacht, ja, das will ich auch. Und ja, das war geplant, dass ich Drogen nehme. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es mein Lebenselixier ist, sonst hätte ich mich, glaube ich, eh schon umgebracht. Das ist mein Lebenssinn. Da stehe ich zu. Ich meine, klar denkt man drüber nach, hier, wenn es so und so früher gelaufen wäre, vielleicht, ne? Aber mir haben alle Wege offen gestanden. Bis vor 2,5 Wochen habe ich auch noch Methadon bekommen, aber bin ich jetzt raus aus dem Programm. Warum? Ja, ich sollte entgiften gehen wegen Beikonsum, bla bla bla, aber das wollte ich nicht. Auch so die Erpressung immer, du musst erst das tun, damit du es kriegst, du musst das tun, damit du es kriegst. Da habe ich keine Lust drauf. Du kannst nicht in Urlaub fahren, du kannst nichts machen. Weil du ja immer noch, also zumindest ich, mir ab und zu einen Knaller mache und wenn sie die Urinkontrollen machen, was drin ist. Und da bekommst du kein Take-Home, also du bekommst es nicht mit nach Hause. Du musst Silvester, Feiertage, Samstag, Sonntag, du musst jeden Tag hin. Auch wenn die Welt untergeht, brauchst das ja. Es macht dich ja nicht stoned, also high, sondern aber wenn du es nicht nehmen würdest, geht es dir also saumäßig dreckig. Komm davon nicht los. Das ist so ein heftiger Turkey. Also ich würde mir wünschen, dass ich das rückgängig hätte machen können, weißt du? Die Druckräume, alles, es wird bestimmt, aber total am Konsumenten vorbei. Zum Beispiel, normal ist, dass 2 Leute einen Cocktail zusammen machen. Der eine besorgt Sage, der andere den Stein und dann wird geteilt. Nur in den Druckräumen darf nichts abgegeben werden. Ne? Ja. Aber die wollen die Leute ja wegkriegen von der Straße. Ne? Also musst du entweder im Druckraum Scheiße bauen, dass du rausfliegst, ne, wenn sie sich erwischen, oder du musst es doch auf der Straße machen.
Es sind so Kleinigkeiten einfach. Welche Sorgen hast du aktuell? HIV. Ich muss ganz dringend Medikamente nehmen. Ich habe jetzt noch 50 Helferzellen. Normal ist zwischen 800 und 1200. Und jetzt ist das Bein entzündet, halt die Lymphsysteme. Der Arm, ich weiß nicht, ob man es noch sieht hier. Ist geschwollen, ist dick. Muss ich ganz dringend nehmen, sonst mache ich es, wie gesagt, nicht mehr lange. Ich habe mir 92, als ich erfahren habe, dass ich positiv bin, habe ich mir gesagt, 2000 Erlebste. Und mittlerweile hat sich so viel getan da auf dem pharmazeutischen Markt. Wenn ich dann gehen muss und Feierabend ist, dass ich das nicht irgendwo alleine irgendwo im Krankenhaus machen muss, sondern ja, jemand bei mir ist, den ich liebe und der mich liebt. Sprich meine Familie. Aber ich wollte deine Hände mal zeigen und deine Arme. Das sieht mir doch auf den Dienstreich. In der Einrichtung, in der Ronny sein Methadon bekommt, lehnen die Ärzte die Verantwortung einer ambulanten Weiterbehandlung ab. Sie sagen, er gehöre in ein Krankenhaus. Hier sind da noch kurz eine Scheiße. Krankenhaus ist für Ronny undenkbar. Sein Körper fordert längst unbarmherzig die regelmäßigen Mengen Heroin, Rohypnol und Kokain ein, an die er sich über Jahre gewöhnt hat. Ronny bleibt nichts übrig, als sich zu Hause die Wunden so gut es geht selbst zu versorgen. Den ganzen Tag leidet er unter unerträglichen Schmerzen. Ronny ist ein gezeichneter Mann. Auf der Seite. Das war eine Abzess hier drüber noch. Das ist gar nichts. Gegen das andere. Das andere ist die Katastrophe schlecht. Deswegen, ob das so gut ist, das zu zeigen, ich weiß ja nicht. Weißt du, entweder gehe ich da hin oder ich kriege keine Mittag mehr. Ja, und dann bin ich auch nicht mehr so verbinden. Was sag ich mir selbst? Die geben mir doch nichts im Krankenhaus. Mhm. Ich sag so und so und so und so. Das sind. Meine Herren. Mal was müsste bei mir ein herzlichen Notdienst kommen und mich pflegen. Was? Weil ich pack das und was man mit dem verbinde. Normalerweise müsste ich ja Kompressen haben, wie steril O1 oder Panzer. Wie soll ich denn die bezahlen können? Das geht überhaupt nicht. Das ist alles schon tot hier. Alles ganz taub. Bis hier. Aber nur hausrum. Mhm. Und da hat sich tut weh. Ich weiß nicht, ob es das gleich abmachen muss. Yes? Wirklich. Was ist denn mit Taschentuch?
Wie alt bist du, Alicia? 25 Jahre alt bin ich. Mhm. Bist du in Deutschland geboren? Nein, in Mazedonien. Und wie lange bist du schon in Deutschland? 13 Jahre, circa 14. Mhm. 1988 kam ich hierher nach Deutschland. Mhm. Mit meiner Mutter. Mhm. Ja. Bist du verheiratet, oder? Ja, ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Normalerweise 4, aber eins ist mir damals bei meiner Vergewaltigung ermordet geworden. Ja, weiß deine Mutter, dass du drogenabhängig bist? Ja, sie weiß das. Und was sagt sie dazu? Gar nichts. Wo da mein Papa gestorben ist, da hat sie mich ein Jahr lang im Keller eingesperrt. Und sie hat mich verkauft. Mhm. Meine Elternteile waren halt drauf gewesen auf Drogen. Ne? Also ich kannte das ja schon als kleines Mädchen schon. Ich kam ja dann in Heim, weil mir damals so schlecht ging, wegen meiner Mutter. Und ich war froh, dass ich in Heim kam. Weil ich die Quälerei nicht mehr hatte von ihr. Meine Mutter hat mich verkauft als kleines Mädchen. Es kamen jeden Tag Männer rein und haben mich missbraucht. Und ich stand da an die Tür und sagte, Mutti, bitte hilf mir. Liebst du deine Mutter? Ich habe ihr verziehen, was sie mir angetan hat. Mhm. Wenn man ein Jahr lang keine Sonne und Licht sieht und jeden Tag verletzt wird von anderen Männern, als kleines Mädchen, ja. Und das ist nicht in Ordnung. Nee. Glaubst du, dass das irgendwie mit deiner Drogenkarriere in Zusammenhang steht? Ja. Weil man das vergessen will. Mhm. Weil man das verdrängen will. Und das geht damit? Ja, einen kurzen Moment. Mhm. Für kurze Zeit. Ich drehe momentan richtig ab. Und das ist halt der Stein, ne? Mhm. Das ist weg. Ja, das ist weg. Wie lebst du denn heute? Wie finanzierst du dir denn den Konsum? Ich gehe anschaffen. Mhm. Auf die Straße. Mhm. Hast du einen Freund oder einen Lebensgefährten zurzeit? Ihn. Mhm. Und wie geht der damit um? Ja, ziemlich schwer. Mhm. Von was träumst du? Was sind deine Träume? Meine Träume sind meine Familie. Ich will einfach eine gute Mama sein. Ich möchte einfach für meine Kinder da sein. Mhm. Das bin ich nicht momentan, solange ich das Zeug in mir habe. Mhm. Wenn du in die Zukunft guckst, was siehst du denn da? Was dich mit dein Leben betrifft? Nur Chaos. Und warum machst du da jetzt so an dir rum, Alicia? Das macht der Stein. Aha. Das zwingt mich dazu. Weil ich denke, und da ist ein Pickel, weißt du? Ah ja. Aber da ist in Wirklichkeit gar nichts. Okay. Mach mir auch mal eine an einem Gerät. Hi. Das ist an für sich.
25 Euro für PR 30. Was ist mein Schlüssel? 25. Scheint halt in Hanau auch wieder mehr Süchtige zu geben, weil jetzt wieder die Apotheke da vorne, die eine Zeit lang keine Ascorbin-Beutelchen hatte, wieder für 70 Cent das Beutelchen verkauft. Ach ja. Nur hier sind die Leute teilweise so jung, also 17, 18, 19, mit denen habe ich halt gar nichts zu tun. Ja, da vorne kommt der Alex, den frage ich mal, ob er gesehen hat. Hallo, 1, 2, 1, 2. Alex, hast du einen schon gesehen? Ja, der läuft hier rum. Hier hinten links ist er irgendwo. Kommt das hier zurück oder hier? Musst du hier im Viereck bleiben? Weil es am besten hier auf der Ecke ist. Ich weiß nicht mehr. Der läuft immer rum. Ich bin eben hier lang mit ihm, da ist er hinten rechts. Okay, das ist ein alter mit Schnurrbart. Aha, okay, dann geh du hier rum, ich geh hier rum. So, die Droge, wenn ich sie gesneeft habe, ist nie so an mich rangekommen. Also es kann auch vielleicht an der chemischen Zusammensetzung liegen, aber dann der erste Cocktail war die Offenbarung für mich. Nee. Bei mir sind die Abstände auch immer kürzer geworden, in denen ich vom Crack ablassen kann. Nee, hier ist er nicht. Man bekommt es halt auch schon ab 5 oder 10 Euro in sehr kleinen Portionen. Ich hole mir halt meinen Tagessatz, die 11,50 Euro, die jedem zustehen, und besorge mir entweder hier dann eine kleine Menge Heroin oder warte, bis ich nachmittags oder abends nach Frankfurt komme, um mir dann da besseren Stoff zu kaufen. Die Vereinsamung, die damit einhergeht, ist auch nicht zu leugnen, unter der ich meist mehr leide eigentlich als unter den Entzugssymptomen. Also es ist absolut minimiert auf Geld beschaffen, Drogen beschaffen, einen sicheren Ort zum Konsumieren nutzen, und der Freundeskreis ist bis auf ein, zwei Leute halt radikal geschrumpft, dann wäre es schon gern halt mit dem Süchtigen befreundet oder hat ihn in seinem Umfeld. Allein schon die Tatsache, dass man süchtig ist, ist ja für viele Leute schon Grund genug, um einen zu meiden. Ja, ich habe mir oft in den Momenten, wo man so rückblickend sagen könnte, ich hätte vielleicht so annähernd erahnen können, was da passiert, wenn ich nicht aufhöre oder mein Leben ende, habe ich ein unheimlich gutes Gefühl gehabt. Mir bei Raubzügen, wo ich meine Familie oder so beklaut habe oder Freunde versucht habe oder gerippt habe, dann immer noch so ein, boah, dieses kleine Gangster-Hai, wieder mal ein Raubzug geglückt. Ich kann nur mir die Schuld geben. Was geht ab? Daheim, ne? Morgen. Ja, geht was bei dir? Was ist denn? Ja, ein Kremsch, aber nicht so wie das letzte Mal. Komm, wir kommen um die Ecke. Aber nicht wie das von mir zum letzten. Nein, hab ich doch gesagt, ey. Wie viel? 1,35? Und zu machen? 40, ich sag. Die Deckel draußen haben wenigstens. Ja, 40. Mach dich ab hier dann. Der läuft nämlich hier rum. Perrys Vorhersagen zu dem fragwürdigen Verhalten gegenüber Drogenabhängigen bewahrheiten sich in der ersten Apotheke mit einem Rauschmiss. Alle Apotheken, die Perry ansteuert, werden regelmäßig von Abhängigen frequentiert, die von der nahegelegenen Kleinstadtszene stammen. Erst nach dem dritten Versuch hat Perry, was er braucht. Das ist ein Vierteljahr vorher. Komm weg, wir laufen hier durch, dann zeig ich dir. Zeig mir mal her. Das ist jetzt 100 Gramm Dose Ascorbin zum Aufbauen fürs Heroin. Komm, ich zeig dir. Das ist die kleinste Größe.
im Handel erhältlich. Da gibt es natürlich verschiedene Stärken, verschiedene Größen. Das sind die kleinsten und kürzesten. Wir landen schließlich in einem öffentlichen WC. Hast du deine Familie und deine Freunde bestohlen für deine Sucht? Ja. Gelogen, betrogen, beschissen, wo es nur geht. Weil einfach die Gier nach dem Stoff jegliche Art von Ehrlichkeit nicht zulässt. Man hält sich dann auch selber kaum aus. Also das ist dann so intensiv, dieses schlechte Gewissen. Und man ist sich auch voll und ganz hundertprozentig bewusst, was man getan hat und was man tun wird. Aber anstatt um dem Ganzen Einhalt zu gebieten und vielleicht den Leuten reinen Wein einzuschenken, versucht man dann das Ganze mit sämtlichen Münchhausen-Stories halt irgendwie zu dehnen. Und man möchte am liebsten immer nur Zeit gewinnen und nie dem ganzen Übel so direkt ins Antlitz blicken müssen. Es funktioniert natürlich nicht. Das letzte bisschen Grip sagt mir, Alter, sieh zu, dass du in Therapie kommst. Und der Süchtige in mir schreit mir halt jeden Tag ins Ohr, mach weiter, solange wie es noch geht. Wo es endet früher oder später für jeden in dieser Sackgasse. Gesellschaftliche Ausgrenzung, körperlicher Zerfall wie Verfall. Auf der anderen Seite wünsche ich mir nichts anderes, als diese Krankheit irgendwann in den Griff zu bekommen und eine Familie zu gründen. Wenn Heroin für Süchtige freigegeben wäre, was würde sich für dich verändern? Mein ganzes Leben. Warum? Weil das einfacher wäre. Ich bräuchte nicht mehr auf die Straße zu stehen. Ich konnte dann arbeiten gehen, einen ganz normalen Job machen. Würdest du noch auf den Strich gehen, wenn du Heroin vom Staat bekommen würdest? Nein. Ich denke mal, in erster Linie wäre die Beschaffungskriminalität auf ein Minimum reduziert. Die ganzen Dealer und Zwischenhändler hätten keine Einnahmequelle mehr, denn es geht ja auch um sehr viel Geld. Man hätte sauberen Stoff, es würden auch weniger Leute an dem Dreck im Stoff leiden und eingehen, anders kann man das nicht nennen. Und es wäre einfach ein Stück zivilisierter, denke ich mal. Wie würde sich dein Leben konkret verändern? Ich hätte den Kopf sehr wahrscheinlich wieder freier für andere Dinge, die wichtig sind. Aber es wäre schon ein Stück mehr Normalität, die einem auch wieder sicherlich ein Stück weit mehr Würde geben würde. Erzähl mal, wie fühlst du dich jetzt? Angenehm, warm, wohlig, kein Hunger, kein Durst, jegliche Probleme sind vom Tisch gewischt.